Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Besitzersuche für die vor einer Woche vorgestellten Fundtiere hatte leider keinen Erfolg. Die zwei schönen schwarzen Geschwisterkätzchen brauchen nun dringend ein neues Revier, denn in Gefangenschaft fühlen sie sich gar nicht wohl. Sie möchten mit ihren schönen grünen Augen in Freiheit Sommerabende durchleuchten. Die gefundene Schildkröte hat wahrscheinlich schon einen Interessenten. Heute stellen wir erneut wieder zwei gefundene Miezen vor, die auf diesem Weg erkannt werden sollen. Eine getigert weiße Katzendame wurde am 17. Juni in Gothas von Hoffstraße gefunden. Sie hatte sich unter einem Busch verkrochen und wirkte sehr ängstlich. Vielleicht ist die Mieze schon länger unterwegs und einfach erschöpft gewesen. Sie ist sehr dünn und hatte starken Flohbefall in ihrem schönen Fellchen. Geschätzt wird diese Katze auf ungefähr 4 Jahre. In der Achinoa ist Mizi sehr schüchtern und rührt sich kaum vom Fleck. Natürlich darf man nicht vergessen, wie schlimm es für eine Katze ist, aus der Natur weggefangen zu werden und nun in einem Quarantänekäfig sitzen zu müssen. Vielleicht war es eine Wohnungskatze und hatte mit der Außenwelt Probleme, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Eine wilde Katze ist sie nicht, denn sie lässt sich ohne weiteres von Menschen nehmen. Jedenfalls leidet das Miezchen, ist verängstigt und soll von ihren Besitzern schnell gerettet werden. Weiterhin wurde auf dem Gothaer Hauptmarkt am 12. Juni ein schöner, stattlicher Kater gefunden. Er wird auf 1,5 Jahre geschätzt. Das Katerchen ist nicht kastriert. Er verkriecht sich in einem Höhlenbett und ist ebenfalls sehr verstört. Auch für ihn werden die Besitzer gesucht, die ihn aus seiner misslichen Lage befreien. Für beide Gestrandete gilt, wenn sie nicht erkannt werden, wie leider viel zu oft, brauchen sie schnell liebe, nette Tierfreunde mit einem neuen Revier für sie.